Freunde, wir müssen über True Detective Staffel 2 reden. Die ist jetzt auf Englisch komplett durch und startet demnächst auf Deutsch auf Sky. Uff, und was ein Ding, ey. Ich habe mir die komplette Staffel angeguckt und muss einiges loswerden. Viel Spaß. So, sind wir drin. Das Intro ist vorbei, jetzt geht's um die ernsten Sachen. True Detective Staffel 2. Vorneweg, Review der zweiten Staffel. Ohne Spoiler, ich versuche ohne Spoiler diese zweite Staffel hier zu bewerten und euch darzulegen. Ich glaube, dass mir das relativ leicht fällt, weil diese Story auseinanderzuwirbeln, da könnte ich auch wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben und von daher wird mir wahrscheinlich auch nichts rausrutschen oder so. Ich habe hier sogar mein kleines Büchlein, da sind Namen und jede Menge Fakten drin und da werde ich öfter mal reingucken, seht es mir nach bitte. Also, wir haben in der zweiten Staffel erstmal den Cast. Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch, Vince Vaughn und Kelly Reilly ist ein Wahnsinnscast. Ein paar, wo man am Anfang sagen könnte, okay, Rachel McAdams und Taylor Kitsch, wie passen die jetzt in True Detective rein? Passt sehr gut, die meisten davon sind sehr, sehr gut und machen eine gute Leistung. Ein paar fallen gegen die anderen aber deutlich ab, komme ich aber nachher zu. Die Story in True Detective Staffel 2 ist im Gegensatz zur ersten Staffel eine Gangster-Cop-Drama-Story. Nicht direkt abschalten, es geht hier nicht um CSI und es geht hier auch nicht um Law and Order, aber es ist eine Cop-Drama-Story, die so mit der ersten Staffel gar nichts zu tun hat. Ihr wisst, es ist eine episodische Serie, das heißt, Staffel 1 ist in sich abgeschlossen, Staffel 2 erzählt mit komplett neuen Leuten eine komplett neue Geschichte. Das wird auch in Staffel 3 so sein. Ich lese vor, Ben Caspier wird getötet. So, das passiert in der ersten Folge, das ist Aufhänger, das muss ich euch erzählen. Und Frank Samian, gespielt von Vince Vaughn, das ist quasi so ein böser Gangster-Mafia-Boss, der sucht das Geld, sein Geld, was Ben Caspier bei sich hatte, und versucht herauszufinden, wer ihn getötet hat. So, er kauft verschiedene Immobilien und hat Geld zu Caspier gegeben, der einen Deal abschließen sollte, der niemals zustande kam, weil er getötet wurde. Ihr könnt mir folgen. So, dann haben wir Detective Valcoro, das ist Colin Farrell. Wir haben Detective Bezzarides, das ist Rachel McAdams. Und wir haben den Lieutenant Woodrow, das ist Taylor Kitsch. Die drei werden durch diesen Todesfall von Ben Caspier zusammengeführt, bilden quasi dann, sollen eine Taskforce gründen und den Tod bzw. den Mord an diesem Mann untersuchen. So. Dann geht es größtenteils um Landdeals, korrupte Politiker, Cops, Intrigen und vor allem, das Wichtigste, die Eigenschicksale der Charaktere. Denn das ist auch die treibende Feder von der zweiten Staffel. Es geht hier nicht, also 5 Folgen lang, kann ich sagen, nicht um die Story. Es geht 5 Folgen lang darum, was sind das für Personen, wie funktioniert deren Leben, woran scheitern sie permanent und wie werden sie zusammengeführt? Das muss man sich vor Augen halten. Wenn man das nicht vor Augen hat, dann geht man vielleicht mit einer falschen Erwartung an diese Staffel ran. Positive Aspekte kommen jetzt. Bitteschön. Kommen wir zur Optik. Der Optikfinger schwebt vor meinem Gesicht. Mike lacht. Der Optikfinger. Die gesamte Atmosphäre. Die Farbgebung, die Stimmung und die Musik dieser Staffel sind wie in der ersten einfach exquisit. Es ist wirklich, sieht richtig geil aus. Es hat eine schöne Stimmung, also es macht keine gute Laune, kann ich sofort dazu sagen, aber das war in der ersten Staffel genauso. Also wir haben sehr viel, mein Leben ist schlecht, ich bin am Abgrund, ich weiß nicht, wie es weitergeht, och scheiße, noch ein weiteres Schicksal, oh, noch was und oh, ich möchte am liebsten mich selber töten. Das haben wir sehr viel und zwar bei allen Charakteren, weil jeder hat wirklich sein eigenes Päckchen zu tragen, woran er gerade verzweifelt oder wo er nicht wirklich weiterkommt. Das Highlight der Figuren bzw. das Highlight der Charaktere ist auf jeden Fall Colin Farrell. Der hat vorher zum Beispiel in Brügge sehen und sterben oder in Nicht auflegen schon gezeigt, dass er ordentlich was kann. Aber hier liefert er wirklich ohne Scheiß eine richtig, richtig geile Leistung ab. Und das fängt schon in Staffel 1 an. Und ich kann mal kurz, ich sag das kurz, es ist kein großer Spoiler, es ist einfach nur ein cooler Moment. Wo er zum Vater eines Schuljungen geht, der seinem Sohn Schuhe geklaut hat und den Vater sowas von krankenhausreif prügelt und sagt, jetzt klaut dein Sohn noch einmal Schuhe von jemand anderem und ich bring dich um. Fantastisch. Man weiß sofort, okay, mit dem Mann, you don't fuck with Colin Farrell. Macht er super und die Charakterentwicklung von ihm
Ist über die gesamte Staffel auch ziemlich cool. Ich habe hier stehen Folgen, Achtung, jetzt wird es schon komisch. Positive Aspekte, ja. Folgen 6 und 7 sind großartig. So, aber es gibt 8. Das ist vielleicht auch gleich das Problem dieser Staffel. Aber 6 und 7 sind wirklich großartig. Die ziehen sowas von die Spannungsschraube an, es passieren geile Sachen, es passieren unvorhergesehene Sachen und es macht richtig Bock. Ich habe hier als Pluspunkt Schießerei stehen. Das erkläre ich nicht im Kontext, sondern sag einfach nur, es gibt eine Schießerei, die ganz besonders geil ist in dieser Staffel. Das ist nicht auf dem Level wie der One-Shot in Staffel 1. Da stand mir der Mund offen und jetzt dachte ich einfach nur, das ist echt cool gemacht. Das ist sicherlich die Szene, die so vom Handwerklichen, wo es um Action geht, am meisten heraussticht in dieser Serie. Kommt aber auch da nicht so ganz an Staffel 1 ran. Und ich habe hier stehen, Folge 1 ist toll, weil man natürlich erstmal ein bisschen reinkommt, man lernt die Stimmung der Serie kennen und man lernt vor allem auch direkt Vince Vaughn als Gangster kennen, was man noch nie vorher gesehen hat. Das waren die Positivaspekte. Jetzt geht's ab. So, Freunde, die Negativaspekte. Ich muss vorher direkt sagen, ich fand die Staffel gut, aber jetzt, ich muss da jetzt was zu sagen. Der Storyverlauf, habe ich hier stehen, ist viel zu undurchsichtig und das ist tatsächlich der Fall. Bis Folge 5, 6 ungefähr, ja, 5, fragt man sich, worum zur Hölle geht's hier eigentlich? Die Story macht überhaupt keinen Sinn. Es wird von Gebäudeübernahmen, von Investitionen, von Politikern geredet, die man noch nie vorher gesehen und gehört hat. Von da ist das Geld und nein, da ist mein Geld. Auch was ist denn eigentlich mit dem? Es werden Namen genannt, die kann man überhaupt nicht zuordnen. Das Einzige, was einen wirklich da an der Stange hält, sind die Charaktere, wie ich eben schon erwähnt habe, die Entwicklung der Charaktere. Aber bis zur 5. Staffel hatte ich nicht... Oh Gott, das wäre furchtbar. Bis zur 5. Folge hatte ich nicht wirklich Ahnung, was ich da eigentlich sehe, storymäßig. Ich habe hier stehen, nicht so genial und sofort süchtig machend wie Staffel 1. Und das ist tatsächlich so. Die komplette 2. Staffel würde ich als schwächer einstufen als die erste Folge der 1. Staffel. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die 1. Staffel einfach ein Geniestreich war, was Serien angeht. Ich fand die 1. Staffel, also die 1. True Detective Staffel ist für mich mit das Beste, was ich überhaupt jemals gesehen habe. Das kann ich bestätigen. Das kann der Mike bestätigen. Der hat nämlich die 1. Staffel gesehen. Ne? Daumen, zeig kurz den Daumen für die 1. Staffel. Sehr gut. So. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn du nämlich eine 1. Staffel hast und dann bist du, hallo, ich bin die 2. Staffel, ich möchte gerne auch so gut sein wie du, das wird nicht funktionieren. Das, in dem Fall funktioniert das leider auch nicht. Wir haben einen zu großen Charaktercast, der, also darunter leidet die Staffel ein bisschen, weil gerade in der 1. hatten wir nur mit diesen 2 Hauptcharakteren eine sehr fokussierte Handlung auf das, was da passiert ist und auf diese 2, die nicht richtig miteinander können. Der eine ist ein bisschen wahnsinnig. In der 2. Staffel haben wir relativ normale, bisschen wahnsinnig, haben wir relativ normale Charaktere, die alle auch eine kleine Vorgeschichte haben und so weiter, aber niemand kommt an so einen Matthew McConaughey beziehungsweise an so einen Russ dran. Das habe ich auch stehen. Taylor Kitsch ist eher lahm, steht hier als Punkt. Und das ist leider wirklich wahr. Sein Charakter ist gar nicht so schlecht, aber er selber kommt irgendwie ein bisschen lahm rüber. Seine Story ist in meinen Augen auch die schwächste von allen. Staffelfinale enttäuschend, steht hier noch. Das Staffelfinale dauert 1,5 Stunden. Nach einer Dreiviertelstunde ist ein Haupthandlungsstrang abgeschlossen. Und ich dachte, gut, jetzt kann es aufhören. Ich gucke auf die Timeline und das ganze Ding geht noch eine Dreiviertelstunde. Und danach war es, ich musste mich wirklich ein bisschen durchkämpfen, war nicht so wirklich befriedigend und ich hätte mir eigentlich was anderes gewünscht. Ich hätte mir auch, glaube ich, ein bisschen einen anderen Ausgang für einige Charaktere gewünscht, als er nun mal passiert ist. Insgesamt schwächer als Staffel 1. Ich habe geschrieben, Story ist nicht so einnehmend und magisch, die Charaktere sind nicht ganz so stark. Ich wiederhole mich, aber mir liegt wirklich auch sehr viel daran zu sagen, sehr viele Negativaspekte, aber ich fand die Staffel wirklich gut. Denn wir haben, sagen wir mal so wie es ist, Filmschauspieler, die hier in einer Serie spielen. Wir haben einen komplexen Handlungsstrang. Es ist wahrscheinlich immer noch besser als vieles, was es draußen gibt. An sich selber, an der Marke und an dem Namen True Detective gemessen, an der Staffel 1 gemessen, ist die 2. aber eher Mittelmaß und Durchschnitt. Und ich hoffe, dass sich das in Staffel 3 ändert und bin sehr gespannt, was sie diesmal für Schauspieler herauskramen, mit denen man gar nicht rechnet, wie zum Beispiel ein Vince Vaughn, der hier wirklich überzeugend den Gangster gibt,
wo man sich danach kaum vorstellen kann, dass der nochmal in einem lustigen Film mitspielt. Ich habe viel zu viel geredet, richtig? Und deswegen... Kamera ist schon längst aus. Die Kamera ist schon längst aus. Ich rede trotzdem noch. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von True Detective Staffel 2 gehabt. Guckt es euch ruhig mal an, wer Sky hat, wer Sky-Besitzer ist. Macht euch euer eigenes Bild. Ich bin sehr gespannt, ob ihr das anders seht, ob ihr die Staffel besser findet als ich. Ich bin mäßig begeistert. Na, ja, doch vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Naja. Staffel 1. Das kann ich bestätigen. So, ohne lange Umschweife. Ihr habt lang genug mein Gelaber über True Detective gehört. Ist euch mal aufgefallen, wenn ich True Detective schnell sage, Detective? Dass ich True Detective sage? True Detective. Das ist, die Serie heißt bei mir True Detective. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Review zu True Detective. So, und jetzt lese ich mal vor. Mike, sag mal Stopp. Stopp. Pausiert man Kirby? Nee, eine Seite weiter, du musst beim P aufhören. Danke. Bin den kürzesten. Ja. Bei ihrem Release war die Gameboy-Kamera die kleinste Digitalkamera der Welt. Boah. Ihr habt unten geklickt. Ne, ihr habt noch nicht geklickt, sonst würdet ihr mich nicht reden hören. Und dann guckt euch was anderes an. Serienintros zum Beispiel passen sehr gut zum heutigen Thema. Mike, komm doch nochmal ins Bild, weil sonst denken die Leute, ich rede hier mit der Seite vom Dings. Hallo. Serienintros passt sehr gut zum Thema. Ja, da hat der Sepp eine Top 5 gemacht. Da kommt sogar... Da kommt sogar... Heute fliegen überall Daumen aus sämtlichen Off-Richtungen. Können wir alle nochmal Daumen hoch für Staffel 1 von True Detective? Das Beste, was ich jemals in Serienform gesehen habe? Woo! Nach Scrubs. Nein. Nicht? Ich möchte niemals, dass Scrubs und True Detective in einem Kontext genannt wird. Das ist ja wohl blanker Hohn. Für Scrubs höchstens. Es war keine gute Idee, dich mit ins Bild zu holen. So, musst du doch jetzt irgendwas Dummes sagen. Tschüss. Jetzt klick mal. Achso, was ich sagen wollte, bei den Serienintros ist vielleicht auch True Detective dabei. Was war das? War das der Oma böser Jungefinger? Ich glaube, er hat zwischendurch unsere Köpfe platzen lassen. Ja? So. Oder uns so. Na gut.